Hi Kaffeefreunde, ich bin Sancho von Colito Café und wie lange schon versprochen, hier das Review zur M80E von Qamar. Hinter mir seht ihr sie schon, das schöne Stück. Ein echt geniales Gerät. Muss sagen, ich habe echt viel Spaß gehabt. Wir hatten sie erst auf der HOGA in Nürnberg auf der Messe mit dabei und durften sie ausgiebig austesten. Ich muss sagen, war echt eine tolle Zeit damit. Und damit ihr von diesen Erfahrungen profitieren könnt, berichten wir in dem kleinen Review jetzt ein bisschen was zu der Mühle. Und ich zeige euch gleich mehr dazu. Bleibt dran. So, jetzt sind wir schon auf dem Bedienfeld, welches sich oben auf dem Auswurf befindet. Der ein oder andere kennt es ähnlich auch von der Mazzermühle. Ich denke, das ist ganz gewollt, dass das relativ ähnlich ist. Finde ich jetzt aber in dem Fall nicht schlimm. Und dann schmeißen wir das gute Stück doch gleich mal an. Wir haben hier ein gut ablesbares LCD-Display. Und hier steht auch schon Qamar bereit. So, dann gehen wir als allererstes mal ins Menü. Was man auch schön sehen kann, ist hier Datum und Uhrzeit. Nein, wir haben heute nicht den 5.3.2014, ist auch nicht Mittwoch, sondern es ist der 5.3.2015. Wenn ich im Menü genau dieses unter anderem ändern möchte, berühre ich dazu das Menüfeld und halte es etwas gedrückt. Ganz wichtig ist dazu nicht drücken, sondern wirklich nur berühren. Und jetzt habe ich hier schon Zeit Dosis 1, kann hier dementsprechend durchblättern, ich mache es mal anders so. Habe hier die verschiedenen Modi, habe auch drei Portionen, die ich anweisen kann. In Italien gibt es schon die ein oder andere Dreier-Auslaufversion für Siebträger. Ich nutze das vorwiegend so ein bisschen für das Kaffee-Creme-Thema, aber das kann jeder machen, wie er möchte. Das ist eigentlich ganz praktisch, wenn man eine Extra-Wurst haben möchte. Standby ist auch ganz interessant, wenn man sich nicht die Mühe machen möchte, zwischen den Benutzungen die Mühle zu deaktivieren, sprich auszuschalten, kann man hier eine Standby-Zeit einstellen, in der sich die Mühle praktisch auf Standby setzt und ich praktisch dann über die Menütaste das Ganze aktivieren kann. Jetzt gehen wir mal weiter noch im Programm. Habe hier Standby-Zeit nochmal. Der Messerverschleiß ist jetzt für den Privatbereich relativ irrelevant. Ich denke, es gibt ganz wenige, die das schaffen, die Mühle wirklich runterzuarbeiten in einer gewissen Zeit. Ich sag mal so in 20 Jahren sollte jeder mal die Klingen getauscht haben. Aber ich denke, so lange wird das wohl privat auch dauern. Dann habe ich auch noch hier die Möglichkeit des eigenen Labels. Ist jetzt für Kaffeeröstereien oder für Kaffeebars ganz interessant. Hier kann ich praktisch einen Namen einstellen und kann auch jeder für sich eingeben, das kann man relativ entspannt sehen, das kann jeder machen, wie er lustig ist. Ist zwar ein bisschen Tipparbeit, das Ganze einzustellen, aber es ist schön gemacht. Jetzt sind wir wieder rausgeflogen, macht gar nichts. So, dann machen wir hier mal weiter. Die Helligkeit des Displays und hier Zeitdatum, das machen wir jetzt gleich mal, weil das ist ja Quatsch. 15:22 stimmt noch. Und der 5.3.2015. Und damit korrigiert sie auch automatisch der Wochentag. So. Gesamtanzahl der Getränke, teilweise Getränke und so weiter und so weiter. Das ist jetzt mehr was für den Barbereich, was interessant ist. Dann kann man hier auch die Sprache ändern. Gibt es natürlich in den gängigen Sprachversionen. Französisch, Holländisch, Spanisch. Na. Das sind immer die Wurstfinger. Ah, da geht es nicht weiter, okay. Englisch und natürlich Italienisch. So, wir bleiben natürlich bei Deutsch. Und sind wieder bei Dosis 1. Wenn ich hier raus möchte, gehe ich einfach auf Menü und bin wieder hier. So, das war so kurz zur Bedienung. Dem einen oder anderen ist es im Eingang auch schon aufgefallen, wir haben hier den kleinen Bohnenbehälter, der da dementsprechend knapp 350-400 Gramm fasst. Das Angenehme an diesem Bohnenbehälter ist auch die Dichtung, die zusätzlich dazu beiträgt, dass der Kaffee dort länger frisch bleibt. Ich empfehle dennoch nur wirklich den Bedarf für 2 bis 3 Tage einzufüllen. Am besten ist natürlich den Tagesbedarf einzufüllen, weil das dann einfach immer das Frischeste ist. Ihr könnt es aber machen wie Dachdecker, sage ich einmal. Ich empfehle, weniger ist mehr, frischer ist besser. Jetzt geht es dann gleich im Anschluss weiter zum Mahlgut, beziehungsweise zum
Mahlen der Mühle, ein bisschen die Geräuschkulisse, sage ich jetzt mal, die Geschwindigkeit und auch die Beschaffenheit. Bleibt dran. So, und schon geht's fröhlich weiter. Wir haben hier schon mal vorbereitet in einer Siebträger einer Rocketmaschine. Ist natürlich genauso gut wie jeder andere Siebträger. Hier haben wir natürlich einen großen Durchmesser, das macht die Sache besonders leicht. Aber auch die normalen Siebträger einer La Spaziale Vivaldi oder andere Geräte finden hier wunderbar Platz. Vorteil ist natürlich die Halterung, das ist echt ein bequemes Teil. Man kann sich nebenbei noch auf andere Dinge konzentrieren, während die Mühle ihre Arbeit verrichtet. Man sollte bloß darauf achten, dass man den nicht so sehr verbiegt. Das haben wir nämlich beim einen oder anderen User schon mal gehabt, dass der sich da etwas bequem drauf abstützt. Und dann biegt er sich relativ leicht nach unten und ich habe das Problem, dass der Siebträger dann nach hinten rutscht und das Mahlgut nicht dahin fällt, wo es hin soll. Wir haben jetzt einen Einer-Shot hier laufen, wir haben einen Café della Corsa von uns drin und haben eine Laufzeit von 3,2 Sekunden müsste es sein und starten diesen Betrieb. Und man kann sich auch wunderbar dabei unterhalten und wie man sieht, ist es bereits fertig. Ich habe einen schönen Shot fertig gemacht. Sollte natürlich auch den Bohnenbehälter aufmachen, dann kommt auch mehr Kaffeemehl raus. Aber wir lassen ja nochmal einen Zweier-Shot raus, darum ist das jetzt nicht so wild. Aber wie ihr seht, es geht ratzifatzi und auch die Geräuschkulisse hält sich in Grenzen. Ich finde das echt angenehm. Aber lassen wir doch gleich nochmal einen Zweier-Shot raus. Und da sind wir auch schon wieder mit dem Zweier-Siebträger. Wir starten jetzt einfach mal ganz kurz und knapp den Zweierbezug hier. Auch wieder nur eine Gerührung und das Thema ist erledigt. Wie ihr seht, und das finde ich auch sehr schön hier auf dem weißen Feld hier vor uns, das müssen wir mal kurz zeigen, haben wir keine Sauerei, das finde ich ganz, ganz wichtig. Viele beklagen die schmutzigen Arbeitsflächen, privat wie in der Gastronomie, das haben wir hier nicht. Was auch schön ist, ich habe auch dennoch trotz Timer-Funktion natürlich in diesem High-End-Thema eine Manuell-Funktion, die ich durch die eine Berührung starte. Und durch eine zweite wieder beende. So, jetzt schauen wir uns noch mal ganz kurz das Mahlgut an. Es ist schön locker flockig, also keine Klumpen. Ich habe auch ein gleichmäßiges Mahlgut. Da schauen wir mal rein. Hier, so schaut es aus. Habe hier sehr, sehr gleichmäßiges Mahlgut. Dank der auch großen Scheiben ist das auch kein Problem. Der kräftige Motor tut seinen Rest. Und auch von der Temperatur her haben wir keine Probleme, gerade bei geringen Mengen für den Privatbereich. Aber in der Gastronomie kein Thema in dem Fall. Da kann man schon einiges durchjagen, bevor wir da in thermische Schwierigkeiten kommen. Zum Schluss gibt es jetzt noch mal ein Resümee, bleibt noch mal kurz dran. Ja, das war mein kurzer und knapper Bericht zur M80E. Wir hatten jetzt in unserem Facebook-Portal Kaffeefreunde noch eine kleine Diskussion zum Todraum des Ganzen. Ja, da würde ich jetzt auch gerne noch mal meinen Senf zu abgeben. Todraum ist im Allgemeinen immer so ein bisschen ein Thema. Der nicht weiß, was Todraum ist, um die Mahlscheiben herum hat man praktisch einen kleinen Leerbereich, in dem etwas Kaffeemehl immer übrig bleibt. Das hat jetzt an sich nichts Schlimmes, nur wenn das Ganze über Nacht natürlich liegen bleibt und am nächsten Tag der erste Bezug läuft, kommt dieses alte Kaffeemehl natürlich vor dem frisch gemahlenen Kaffeemehl raus und ich habe praktisch die erste Tasse ausgerauchtes Kaffeemehl. Das heißt dann auch dementsprechend einen Espresso oder Kaffee, der nicht so toll ist. Das ist eine Eigenheit, die so ziemlich jede Mühle hat, mal größer, mal kleiner. Abhängig auch von Scheibe oder konisch. Fakt ist aber, in einer gewissen Größenordnung hat es jede Mühle. Jetzt mal abgesehen von der Mahlgut. Die Mahlgut ist eine Handmühle, die sehr clever konstruiert ist und dadurch keinen Todraum hat. Um das Ganze zu vermeiden, ich mahle in der Früh mal eine Portion raus und gebe es dann in die Blumen oder in den Kompost. Ist auch toller Geruchsneutralisierer, also ganz praktisch auch, wenn ich mal im Keller mal einen frischen Duft reinbekommen möchte. Man kann das vielseitig benutzen, ohne dass man da große Probleme hat oder dementsprechend verschwendet. Fakt ist aber, Todraum ist immer gegeben, in irgendeiner Größenordnung immer. Ob es jetzt eine halbe Portion ist oder eine ganze, ist eigentlich fast wurscht. Macht euch wegen einem Todraum nicht verrückt, sondern nutzt einfach die Gelegenheit und lasst in der Früh einen Shot raus. Abschließend zur Mühle. Schnell, tolles Preis-Leistungs-Verhältnis und wirklich einfach von der Bedienung her. So muss eine Kaffeemühle sein, so macht Mahlen Spaß und so macht auch das Arbeiten für privat und gewerblich richtig Gaudi. Mein Resümee, beide Daumen hoch und ich kann euch die Mühle nur wirklich empfehlen. Ich bin Anschau von Colito Café, bis zum nächsten Mal.